Es ist ein herrlicher Frühlingsmorgen. Heute Morgen war es noch so richtig neblig. Jetzt liegt hier überall der Tau auf dem Rasen und auf den ganzen Bäumen und Büschen. Man sieht das so schön im Hintergrund, da ist noch der ganze Nebel, aber die Sonne kommt langsam durch. Da oben seht ihr sie? Die Forsythie fängt an zu blühen. Wunderhübsch hier. Die Felsenbirne treibt so langsam aus. Mein Rasen ist noch ziemlich nass heute Morgen. Er ist schon richtig gut gewachsen. Der Dünger ist jetzt eine Woche drin. Ja, die Quäke wächst auch gut. Leider hier so das, hier da. Da die Quäke stellen. Da kann man nichts gegen machen, gegen Quäke. Wenn ihr mal irgendwann euch einen Rasen neu anlegt, sorgt dafür, dass die Quäke aus dem Mutterboden rauskommt. Wenn Quäke Mutterboden ist, kann man nichts mehr machen. Also entweder abtragen, komplett neuen Mutterboden raufschütten. Die Quäke kriegt man nicht mehr raus. Vielleicht habt ihr ja irgendeinen Tipp gegen die Quäke. Schreibt mir mal in die Kommentare, was man gegen Quäke machen kann. Ich weiß nichts. Ich weiß nur, dass ich damit leben muss. Ja, Freaks. Meine Frau hat schon die ersten Frühlingsblümchen hier in unsere Töpfe gepflanzt. Sehr cool. Ja, worum geht es heute? Heute geht es um Bodenproben. Wir machen heute eine erste Bodenprobe, eine erste Bodenanalyse. Und zwar möchte ich mal endlich wieder den pH-Wert bestimmen. Dazu habe ich mir ein kleines Testset gekauft. Und das seht ihr heute. Viel Spaß. Ich will endlich mal wissen, wie ist eigentlich der pH-Wert von meinem Boden. Und da habe ich mir jetzt hier bei Amazon so ein Testset gekauft von GeoSelf. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also wir haben hier so eine schöne Verpackung, haben wir so ein kleines Röhrchen, wir haben hier Pulver und wir haben pH-Testlösung. Also, man fülle in dieses Teströhrchen Boden bis zu einem Millimeter, dann hat man hier so einen kleinen Spatel, haben wir gleich gesehen. Süßer kleiner Spatel. Und damit packt man dieses Testpulver dann in dieses Röhrchen rein. Und dann füllt man die ganze Geschichte bis zu 2,5 Milliliter auf. Das ist ja einfach. Jetzt hole ich mal meinen schicken neuen Bodenstecher und dann machen wir das jetzt. Yeah! Ich habe hier einen mega coolen Bodenprobenstecher. Bleibt schön bei mir dran. Dann werdet ihr auch bald erfahren, wo das Ding herkommt. So, wir stechen jetzt mal. Schön in der Mitte hier. So. Zack. Wunderschöne Bodenprobe. So, jetzt hauen wir hier 1 Milliliter rein. 1 Milliliter reingepackt. Ein Spatel von dem Pulver. Tja. Pock. Bis zu der 2,5 Milliliter Marke jetzt auffüllen mit der pH-Testlösung. Genau bis 2,5 aufgefüllt. Deckel drauf und schütteln. Schütteln. Oh, das Wetter! Sonne! Yes! Herrlich, herrlich, herrlich. Der Frühling kommt. 10 Minuten. 10 Minuten warten. Die Farbe der Lösung mit der Farbskala vergleichen. Aha, hier ist die Farbskala drauf. Da ist nochmal die Erklärung. 10 Minuten. Das halte ich ja kaum aus. So, ich warte hier ungeduldig auf das Ergebnis. Was hier sehr schön ist, gibt es so ein kleines Heftchen dazu. Bodentest. Und da steht also auch genau drin, was man tun kann, um den pH-Wert zu verändern. Wie viel Kalk man zum Beispiel für verschiedene Böden nutzen kann. Sandiger, lehmiger Boden oder toniger Boden. Das ist sehr schön beschrieben. Hier reden die von einem pH-Wert von 6 und 7 für Rasen. Da kenne ich andere Werte. Also ich kenne Werte, die liegen etwas tiefer. Da kann man noch mal vielleicht ein bisschen schlau lesen. Also ich meine eher so 5,5 bis 6 wäre eigentlich perfekt. Ja, schöne große Skala. Wollen wir schon mal gucken? Wir gucken schon mal. Was ist das für euch? Kackbraun, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen. So, Freaks, da
Das Ergebnis liegt vor. Aber also ich würde jetzt mal behaupten, 6 und damit perfekt. Also ja. Also von der Farbgebung genau in der Mitte auf pH 6. Besser geht nicht. Vielleicht ein bisschen in leicht sauer. Ja. Was wäre 6? Ist top. Ja, Freaks. Erzählt mir mal, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit pH-Wertbestimmung. Ich mache jetzt, glaube ich, nochmal eine zweite Probe. Nochmal von einem anderen Bereich meines Bodens. Und dann schauen wir nochmal. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich. Das hilft mir. Ich freue mich, dass ich schon so viele Abonnenten habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Rasenfreak. Tschüss.